Action. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Warum stimmt, bin ich jetzt gar nicht mehr drin? Da warte ich keine. Okay, ja. Du hallo. Bist bestimmt noch im Bild. Ich glaube auch, du bist im Bild. Das wird eine ungeschnittene Challenge, deswegen müssen wir uns auch ein bisschen beeilen. Und wir können nicht ganz so laut reden, weil genau nebenan der Leo gerade seinen Mittagsschlaf macht. Und wir dachten, wir nutzen die Zeit mal, um ein schönes Video für euch zu drehen. Und zwar haben sich die beiden Wortkategorien, genau, habe ich versprochen, Entschuldigung, also so Kategorien ausgedacht und die werden die mir jetzt vorlesen und dann muss ich das Erste, woran ich denke, auf den Zettel schreiben. Soll ich ganz schnell das Beispiel sagen? Zum Beispiel? Schuhmarke. Dann schreibe ich zum Beispiel Puma auf. Und ich habe an Nike gedacht. Und was hast du gedacht? Adidas. Also aber das schreiben wir natürlich vorher auf, damit... Ja, aber der Julian hat es jetzt richtig dumm erklärt, weil das ist natürlich völlig egal, woran die gerade denken. Die müssen sich in mich hineinversetzen. Ich habe es falsch erklärt. Es geht darum, dass die beiden meine Gedanken lesen müssen. So. Und jetzt natürlich die Frage, wer kann es besser? Genau. Kann es besser eine Freundin von der Bibi? Oder mein eigener der Mann? Der Ehren-Ehemann. Der Ehren-Ehemann. Nein. So. Okay. Ihr kennt mich übrigens fast, ne, die Mona kennt mich nicht ganz so lange. Fast. Ich kenne dich ja mal viel länger. Ich kenne sie seit der 5. Klasse und du? Ja, stimmt. Erst seit der Oberstufe, ne? Okay. 10. Klasse, glaube ich. Okay. So, auf jeden Fall geht's jetzt los, würde ich sagen, weil wir dürfen ja nicht schneiden. Und jeder von uns hat sich 10 Wörter rausgesucht, die lesen wir ab und Dings vor, ne? Gut, dass ich nicht schneiden kann, da hat sich ja nur Dings. Gut, okay, Mona. Okay, also das Erste machen wir Designermarke. Oh Gott. Stopp. Ah, nein, du darfst nicht Stopp sagen. Du bist Stopp ganz plus. Okay, jetzt habe ich dir aufgeschrieben, was ich denke, woran du gedacht hast. Ja, super, Julian. Du hast drei, das Spiel verstanden. 3, 2, als Louis Vuitton. Louis Vuitton. Scheiße, ich habe Chanel aufgeschrieben. Ah, das hast du jetzt nur gemacht, weil du... Boah, wie gemein. Ich hatte einfach okay, gerade Chanel hat einen Punkt. Im Kopf. Ey, was ja, komm, kann hier. Ich denn jetzt dafür, wenn ihr nicht meine Gedanken lesen könnt, ihr Otto-Köpfe? Ja, okay, okay. Du bist der Ober-Otto-Köpfe. Ich will das nächste Wort vorlesen. Okay. Das nächste Wort ist Zahl zwischen 1 und 10. Oh, das ist aber ganz schön kompliziert. Okay, was ja. habt ihr? 9. Nee, du musst zuerst. Achso, ja, ich kann auch als erstes. Ich habe 6 an 6 gedacht. Ich habe 4. Du hast an 6 gedacht. Kriegt jetzt der, der am nächsten dran ist? Oder? Nein! Nee. Okay. Ja, hallo, ich habe am 6. Februar Geburtstag. Hätte echt irgendjemand von euch drauf kommen können? Ich habe gedacht, 4 wegen Leo. Hat am 4. Geburtstag. Oh, das wäre echt sogar viel süßer noch gewesen. Ups. Und wieso 9? Weicht. Keine Ahnung. Alles klar. 9 wäre meine Glückszahl. Echt? Ja. Ja, darum habe ich hast du auch. Julian hat auch eine Glückszahl. Ja. Die ist 5. 5. Ich habe keine Glückszahl. Okay, nächstes. Automarke. Bianca, wehe. Du lachst schon so blöd. Du schreibst jetzt so eine absolut seltene Marke, die von dir noch kein... Ja. Hyundai. Nein, nein, Spaß. Mercedes. Ja, Mercedes. Ja, ich krieg okay, beide eins. Warte, wir brauchen einen Zettel, wo wir ja. die Punktzahl ja, aufschreiben. Ja, guck mal hier, da haben wir doch schon einen. Ach Mann, ich wollte den Zettel mit der Punktzahl machen. Ja, dann mach du den Zettel. Nein, ich darf nie den Zettel mit der Punktzahl machen. Julian, wir kriegen beide einen Punkt. Toll. Also, noch liefert ihr nicht wirklich. Aber wir können auch sagen, Bibi... Und die hat schon zweimal, haben wir sie nicht erraten. Boah, das wäre natürlich mega cool, wenn wir gegeneinander spielen. Ja, nee, wir machen, wir werden die Bibi besser kennen. Okay. Sonst gewinnt die ja eh. Ja. Okay. Okay, okay, okay. Nächstes. Wer ist ja, liest du einfach vor. Ihr könnt übrigens gerne mal so Kategoriebegriffe in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt, dass wir davon nochmal einen Teil drehen. Gerne. Cool. Da möchte ich nach oben. Aber auf mein Video, das ist der Witz an der Sache. Okay. Das hätte die Bibi jetzt normalerweise rausgeschnitten. Cocktail? Oh. Ah. Wehe. Was hast du? Denn? Ich habe Moskau Mule. Ich habe auch Moskau Mule. Ich habe Ipanema. Oh, yeah. Scheiße. Ach, oh, Mann. Dann trage ich den Julian den zweiten Strich ein, ja? Ja. Toll. Julian führt mit einem Punkt mehr Abstand. Stimmt, habe ich die Kamera vergessen anzumachen. Bitte nicht. Okay. hey, du guckst. Haarfarbe? Haarfarbe. Boah, was denkst du jetzt? Die Mona wartet immer und hört auf die Stimme. Ja, wie ob ich lange schreibe, ne? Ja. Ja. Ich habe blond. Ich habe auch blond. Ich habe türkis. Oh.
Warum sollte sie an Türkis denken? Ja, weil wir da gestern noch drüber gesprochen haben. Ja, aber als ob. Die Bianca kann sich so lange das gar nicht merken. Boah, bis jetzt bin ich ein richtiger Kenner. Okay, Insekt. Ach du Scheiße. Insekt? Julie. Keine Ahnung. Was ist ein Insekt? Ja. Gecko. Mücke. Ameise. Biene. Ernsthaft? Wir reden, seitdem wir losgeflogen sind, über Mückenplagen. Ja, ich habe nicht dran gedacht und die Mona dachte, das wäre ein Reptil. So sieht's aus. Geil. Nächstes Wort. Hm. Gut. Nächstes cool. Wort. Ja, Toilettenmarke. Was ist denn eine Toilettenmarke? Das hat der Julian sich ausgedacht. Keine Ahnung. Was ist eine Toilettenmarke? Na, eine Toilettenmarke. Ich kenne keine. Was? Doch, du kennst genau eine und die schreibst du jetzt auf und die habe ich auch. Yeah. Mhm. Ja. Villa Reuenbach. Oh, richtig. Ach, was hast du? Geberit. Was? Geberit. Ich das sind so Toilettenspülkästen. Oh. Also das ist so eine asoziale Kategorie. Wieso denn? Kann ich? Der wusste, der schreibt nur so scheiß Kategorien, damit er gewinnt. Ja, tut mir leid, du konntest doch auch alle Fragen nehmen, die du willst. Ist klar. Ist nur sauer, weil es hier eigentlich für mich steht. Zwischen Freundin und Mann. Ja. Superkraft. Oh, Superkraft finde ich geil. Superkraft. Okay. Fliegen. Fliegen! Ja. Ich wollte Fliegen schreiben, da dachte ich so, nee, die schreibt jetzt unsichtbar. Unsichtbar ist aber auch eine tolle Superkraft. Ja. Ach Mann. Yeah. Es steht, ich wollte Fliegen nehmen. 2-4. Ja. Zieht euch warm an, Freunde. Mona, jetzt müsste eigentlich wieder was von mir kommen. Okay, ne? Urlaubsland. Ja. Oh, geil. Was denkt sie jetzt? Das macht richtig Spaß. Okay. Also, ich habe Malediven aufgeschrieben. Ich habe Griechenland. Ich habe auch Griechenland. Vielleicht solltet ihr euch irgendwie... Scheiße. Yes. Alles gut, wir können nicht schneiden. Ja, wir haben alles zu dem Stichwort Synonym für Kacken. Ja, das kommt übrigens von ihr, ne? Das ist von... Nein, er hat gesagt Kacken. Ja, warte. Ist für Kacken den Prozess oder das Ergebnis? Meinst du den Häufchen? Ja, die das finde ich schon lustiger, oder das Häufchen. Also, also für das Endergebnis quasi. Ja, das okay. Endergebnis, okay? Ja. Scheiße, da fällt mir nichts ein. Was? Das ist übrigens ein richtig lustiges Spiel. Setzt euch mal eine Runde und jeder muss abwechselnd ein Synonym für Kacke sagen. Das haben wir wirklich schon das gemacht. So ein okay, hast du? Nee. Deine Zeit läuft in 5 Sekunden ab. Okay. Als ob euch kein Synonym jetzt für Kacke anfällt. Ja, mir fällt schon was ein, aber ich müsste überlegen, was die Bianca jetzt für Kacke hat. Die Bianca hat natürlich Wurst genommen. Nein, was? Ich habe Haufen. Haufen. Ich habe Scheiße. Oh ja, alles drei coole Synonyme. Das wäre übrigens auch. Denk doch an Wurst. Ja, hast an du. An Fleischwurst. Das hat mein Bruder immer früher gesagt. Ich esse ganz viel Fleisch und dann mache ich eine Fleischwurst. Ziemlich ekelhaft. Okay, Ekel bleibt's. Ekelzutat in Smoothies. Eine Ekelzutat? Das kam von ihm. Ja. Ei. Was? Ich dachte, du sagst jetzt Spinat. Wieso soll ich das denn sagen? Ja, weil das voll uncool ist. Ich hab Senf. Ah, das ist aber auch ziemlich eklig. Okay. Nächstes. Jetzt mache ich wieder eins. Es sind immer noch 4-2, ne? Also ich kann mich zurücklehnen. Also Punkte sahnt ihr hier heute nicht wirklich ab. Ich habe schon 4. Ich bin der Chef. Übrigens haben wir das gleiche Video auf Julians Kanal mal gedreht mit dem Raphael zusammen. Das stimmt. Das war auch richtig cool. Ich verlinke euch das mal in der Infobox. Danke dafür. Wie du vergisst es. Nein, ich verlinke es. Sänger. Ein Sänger. Sänger oder Sängerin oder egal. Sie hat Sänger gesagt. Ja, was denn jetzt? Nee, ist egal. Da gewinnt die Mona. Scheiße, ich weiß nicht, wie man schreibt, aber ich weiß, wie man es sagt. Okay. Justin Bieber? Miley Cyrus. Warum? Oh, ist ja wohl klar, Miley Cyrus. Wir haben uns doch auf Sänger geeinigt. Wir haben beide gerade gesagt, es ist egal. Unser Taxifahrer hat gestern erzählt, dass er Justin Bieber mal gefahren hätte. Ja, Miley ist doch logisch, dass jetzt alle bei Sänger und Justin Bieber...
Er ist richtig sauer. Mona kriegt ein Schiss Protokoll. Ich habe einen Punkt dazu. Ja, darum hast du ja auch schon einen Strich bekommen. Spann dich mal. Was? Was hat Regengröße. Ich kenne keine Regengröße. Die Mona denkt sich nur so, was will der? Was will der? Ja, er hat mich jetzt enttäuscht. Ja, er nimmt Ringgröße, weil er denkt, ich schreibe jetzt eine bestimmte Ringgröße auf, die er auch kennt. Aber hast du nicht, oder was? Ich weiß noch nicht mehr, wie man Ringe in Größen misst. 5, ja, 4, dann bist du halt einfach 3, blöd. Oh, ich habe zweimal die 4 gezeigt, also 2, 1. Schnell, schreib irgendwas, irgendwas. 54. Boah, das ist eine Ringgröße. Aber ich habe 52 aufgeschrieben. Warum hast du 52 aufgeschrieben? Weil ich dachte, ich hätte 52. Du hast die Ringgröße 51. Ich weiß. Die Vollhong. Ich dachte, ich hätte 52. Was hast du aufgeschrieben? Ja, 51, weil das ihre Ringgröße ist. Was ist deine Ringgröße? Kein Plan. 54 vielleicht? Kann sein, ja. Okay, ich würde davon ausgehen. Juli, es tut mir leid. Als erstes war die Nummer 52 in meinem Kopf. Die habe ich aufgeschrieben. Aber süß, dass der Jula meine Ringgröße kennt, ne? Ja, finde ich voll süß. Ich nicht. Zu dem Thema der Scheidungsgrund? Scheidungsgrund. Wie Scheidungsgrund? Ja, was ist ein Grund für eine Scheidung? Oh, was habt ihr für Kategorien euch überlegt? Das ist schwer. Ja, finde ich auch. Was nehme ich denn jetzt? Boah, jetzt war es richtig krass aufschreiben. Jemand, der seine Ringgröße nicht kennt. ach ja, komm. Ich habe zwei Sachen. Ja, ich auch. Ich kann mich auch nicht erinnern. Hast du zwei Sachen aufgeschrieben? Nee, ich habe jetzt nur eine aufgeschrieben. Och, mach jetzt mehr. Okay. Ich habe Fremdgehen aufgeschrieben. Scheiße. Ich habe Fremdgehen aufgeschrieben. Echt? Ich habe Untreue durchgestrichen, habe Gewalt hingeschrieben. Ich habe noch... Weil ich so einen Tick schlimmer finde. Ja, das stimmt. Aber ich... Ja, das stimmt. Also eigentlich. Auf jeden Fall schlimmer, aber... Ist egal, ich kriege einen Punkt. Ich wollte eigentlich Unehrlichkeit aufschreiben, Scheiße, weil dann dachte ich nachher... Scheiße, 4-4. So. Boah, das ist richtig knapp jetzt. Das rennen wie viele Kategorien haben wir noch? 100. Noch? So. Jetzt lass die Mutter nicht zählen, er braucht ja, jetzt okay. 10 Minuten für. Etwas Eckiges. Was Eckiges? Okay. Boah, ihr seid richtig kreativ gewesen, das gefällt mir. Scheiße. Hast du auch geschrieben? Ja. Ein Tisch? Ja, ein Viereck. Viereck ist auch geil. Ich habe einen Würfel. Ich habe auch an Würfel gedacht. Also da sind wir wieder beim Thema, die zwei, die haben hier irgendwie mehr Verbindung in ihren Gedanken. Nächstes. Ja. Eissorte. Oh, Eissorte ist auch geil. Scheiße. Das ist keine Eissorte, Julian. Bestimmt sieht man gar nicht die ganze Zeit, was wir schreiben. Sehr egal, wir sind ehrliche Menschen. Wir sind richtig ehrlich. Zeigt ihr das die ganze Zeit in die Kamera? Ich mach die ganze Zeit so. Nee, ich nicht. Graziatella! Graziatella! Cool! Graziatella, aber ich hab's, glaube ich, falsch geschrieben. Ich glaube, wir haben es alle gleich geschrieben. Wir haben es alle gleich geschrieben. Entweder sind wir alle gleich doof oder wir alle gleich schlau. Ich bin beide einen Punkt. Aus. Und ich werde euch diesen Strich eintragen. 5-5. Gib mir einen High Five. Boah, richtig miese. Und letztens hat einer irgendwas Lustiges gesagt. High Five? Und dann ging er am Leo vorbei und meinte: Naja, gib mir ein High Low. Weil er nicht so hoch kam, der Leo. Nein, das heißt nicht High-Low, sondern Low-Five. High-Five, Low-Five. Ja. Oh, wie kann man noch so... Entschuldigung. Jetzt hast du hier ein bisschen Kacke. Jetzt werfen wir auf die Mutter. Ja, okay, Mutter. Ich hol den Sieg. Pizza-Belag. Oh, geil. Also, nicht Käse. Ein Belag, ne? Enttäusch mich nicht. Ich hatte genau zwei Sachen im Kopf. Ich habe jetzt eins aufgeschrieben. Ich hatte Salami und Mais im Kopf. Ich hab Mais. Echt? Ehre. Oh mein Gott, daran sieht man, dass wir verheiratet sind. Tomatenscheiben. Als ob ich jetzt Tomatenscheiben habe. Was bist du denn für ein Mensch? Das ist voll geil. Okay, 6. 6-5. Boah, ist okay, keine Tomate. Und dann hast du denn Ehre bewiesen. Das war der andere, den du im Kopf hattest. Salami, weil du immer Salami bezahlst. Teuerster Gegenstand, der dir in 5 Sekunden einfällt. Teuerster. 1. 2, 3, 4, 5. Muss man den Gegenstand haben? Nein. Achso, okay. Fünf Sekunden? Du hast auch nur 5 Sekunden, oder? Ja, aber sie muss ja 5 Sekunden. Oh, dann warum habe ich denn dann so schnell hingeschrieben, Otto? Aber du musst ja sagen, was sie sagt. Du musst dir ja, habe ich ja, weil ich gedacht habe, was sie so schnell denken kann. Aber ich dachte, ich hätte auch diesen Zeitdruck. Okay. Ja, schreibt jetzt einfach eure Wörter auf. Okay. Dass du jetzt länger gebraucht hast dafür, um... Ja, okay, ja. Hä? Was hast du gesagt? Diamant. Ah, ich habe Yacht. Ich habe Flugzeug. Stimmt.
Ja, da. Okay. Haben wir noch irgendwas oder habe ich schon gewonnen? Nein, wir haben noch nicht gewonnen. Disney-Figur. Oh! Ich bin mir nicht sicher, ob das mir fällt Disney keine ist. Einzige Disney-Figur ein. Echt jetzt? Keine nicht? Einzige. Doch, so Klischee-Disney-Figuren. Mit so zwei Ohren. Ende. Also ich habe Mickey Mouse aufgeschrieben, aber als allererstes habe ich an Winnie Pooh gedacht und ich bin mir nicht mehr sicher, ob das von Disney ist. Ist ja auch egal, weil ich habe auch Mickey Mouse. Ich habe auch Mickey Mouse. Dann haben wir noch einen? Haben wir noch einen? Nee, du hast auf Deutsch geschrieben, wir haben es auf Englisch beide geschrieben. Das heißt, nur kriege ich den Punkt, oder was? Nein, die kriegen beide einen Punkt. Das ist hast du bei mir auch einen Punkt gemacht? Ja. Haben wir noch eine? Ja, es steht 6-7 für Julian. Also ich finde, wir haben noch 2. Oh, okay, oh, der Ausgleich kann noch, es kann sogar noch gewonnen werden. Ja, okay, hier. Entspann dich mal. Okay, Schimpfwort. Nicht zu hart, bitte. Okay. Also mein erstes Schimpfwort hätte ich nicht aufschreiben können, was mir in den Kopf kam. Ich auch nicht. Dann haben wir schon das gleiche. Ich traue mich jetzt nicht mehr aufzuschreiben. Warum? Ich habe deins jetzt schon gesehen. Arschloch habe ich aufgeschrieben. Hast du überhaupt schon was? Ja, ich hätte an... ich auch. Hä, was denn? An was ich gedacht habe. Okay, dann. Aber man darf ich sagen. Aber das ist gemein. Aber... Ich hatte Arsch aufgeschrieben, okay, weil du meinst, du Arsch. Du Arsch. Ich krieg einen Punkt? Nein, keiner kriegt einen Punkt. Ja, okay. Und dann habe ich gemerkt, dass du länger schreibst und wollte gerade Arsch noch hinschreiben. Und dann habe ich deine Dings schon gesehen. Oh, scheiße. Okay, kommst du noch die letzte? Letzte? Das heißt, entweder Ausgleich oder der Champ gewinnt. Ich will wissen, an welches Schimpfwort ihr gedacht habt. Ich muss mit W. Oh ja, komm, das ist jetzt egal. Okay, letzte. Das kam vom Julian. Vielleicht ist das irgendwie... Ach, mein Fuß ist eingeschlafen. Nee, das kam nicht. Doch. Okay, Mona sagt das wohl. Maximale Anzahl, die du dir an eigenen Kindern vorstellen kannst. Also wirklich maximal. Maximal. Mach eine Eskalation. Also auch wenn ich nicht unbedingt so viele Kinder haben möchte, maximal, was ich denke, was ich irgendwie handeln könnte. Ohne dass du einen Nervenzusammenbruch kriegst. Okay. Okay. 5. Boah, ich habe 4 gesagt. Du Damnluck. Ich hab 3, aber so ziemlich oft, weil ich mir richtig sicher war. Spoiler wieder mal. Oh ne, eigentlich habe ich jetzt geschrieben. Nee, 3 könnte ich mir sogar gut vorstellen, aber 5 habe ich früher manchmal gesagt. So, ja, Großfamilie 5, aber das ist ja egal. Das heißt, es steht 7-6 und damit holen wir jetzt einen Stuhl und machen die Siegerehrung, die er nicht so hochhebt, okay? Also, Julian hat auf jeden Fall gewonnen. Heb unsere Hände hoch und dann so wirklich den Champ musst du dann hochheben. Okay. Warte. Achso, du bist der Champ. Mona versus Julian. So. And the winner is... Julian! Okay. Aber der Ehrensieger ist Mona. Warum ist sie denn jetzt der Ehrensieger? Ach, keine Ahnung. Ich will nicht, dass sie so traurig ist. Aber ist so hart eingeschlafen. Also, das ist die Strafe. Ihr müsst das unbedingt auch mal unter euch in der Familie oder mit Freunden spielen. Das macht wirklich mega viel Spaß. Und jetzt dürft ihr gerne bei Julians Video vorbeigucken. Der hat nämlich die letzte Zeit, die wir unterwegs waren, einen Vlog für euch gedreht und hat viele tolle Eindrücke und Momente gesammelt. Das schaut da unbedingt vorbei. Praktisch eine Dokumentation über unser Leben. Ja, könnte man so nennen. Oh, genau. Das spart die Mona sich halt auch lieber. Wir können nicht steigen. So, damit beenden wir das Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Leute. Jetzt auf mein Video und dann Daumen nach oben geben. Ja, Schnauze. Wieso denn Schnauze? Wieso muss ich immer die Schnauze?